Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und ich bin wieder eingeladen worden von Ubisoft, aber diesmal in Berlin. Ja, und die haben meinen Stuhl mitgebracht, den kennt ihr ja schon von der Gamescom, und ein Foto meiner Königin. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Also, sie hat schon irgendwie Anmut, oder? Ja, und natürlich habe ich auch ein Königreich und ich habe auch eine Armee. Und die zeige ich euch jetzt. Von daher bitte mal einlaufen meiner Armee. Von daher, ihr wisst Bescheid, ja? Wenn ihr mich angreifen wollt, schicke ich meine große Armee auf euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einem Interview von Watch Dogs mit den entsprechenden Bildern und zum Schluss noch eine kleine Überraschung. Ab geht's! Watch Dogs habe ich eben gespielt mit einem Controller, war ganz witzig. Er hat mir so ein bisschen Hilfestellungen gegeben. Stellst du dich mal vor? Ich bin Falco Poike, I'm Level Design Director on Watch Dogs. Citizens of Chicago, we are DedSec. You have heard enough lies. It is time to hear the truth. Das heißt, er hat das Spiel mitentwickelt und das Design von dem Spiel, wie die Häuser aussehen, wie die Typen aussehen, das ist etwas, wo du mit dran gearbeitet hast. Ungefähr. Ja, okay. Ich habe die Geschichte mehr gemacht. Ah, okay. Na, dann kommen wir mal zur ersten Frage. Ich habe mal wieder ein paar Zettel. Ihr wisst ja, ich bin ja vergesslich. Die erste Frage ist das Ziel des Spiels. Ja, also im Endeffekt, wenn ich jetzt das Spiel spiele, wo will ich hin? Also jemand wurde verletzt, weil er etwas gemacht hat, aber er weiß nicht warum. Ich kann vielleicht ein bisschen auf Deutsch sagen. Also er möchte die Leute finden, die diese Person verletzt hat oder gefragt, weil es jemand sehr hohe das gemacht hat. Und ja, I don't know what Avenge is in German. Revenge. Ja, er möchte Rache für. Ja, sein Deutsch ist definitiv besser als mein Englisch. Okay, die Animationen sind ja schon sehr realistisch. Also man hat dann gesehen in den einzelnen kleinen Videosequenzen, wie sich die Gesichter halt ja sehr realistisch bewegen und wie man Emotionen ablesen konnte. Ist es Motion Capturing? Ja, es ist Motion Capture. We basically had a camera on people's faces and we used the motion capture from that to do the facial expression and everything. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Und zwar Motion Capturing bedeutet nichts anderes. Man hat also einen ganz normalen, realen Menschen und der hat so einzelne Punkte im Gesicht oder am Körper, wird von einer expliziten Kamera aufgenommen und das wird dann übertragen ins Spiel. Also tatsächlich die realen menschlichen Emotionen, die man im Gesicht sieht, werden dann einfach ins Spiel übertragen. Okay, wie lange dauerte die Entwicklung des Spiels? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Wow. Sehr lange. Ja, das ist sehr lange. Da hat sich auch in der Zeit eigentlich von, wie man Spiele entwickelt und so weiter, hat sich ja auch viel getan. Das heißt, ihr musstet ja innerhalb der 5 Jahre immer wieder die neuen Sachen, die entwickelt wurden, auch wieder neu anbringen, ja? Ja, aber das ist immer so, wenn man Spiele macht. Wenn man ein Spiel für 2 Jahre entwickelt, da ändern sich Sachen auch in die 2 Jahre. Also ja, muss man immer umändern. Wir sind daran gewöhnt. Ja, das kennt man ja, ne? Die Handys, die entwickeln sich ja auch. Da hat man sich gestern ein neues Handy gekauft, das ist morgen schon wieder out, das Ding. Okay, gab es denn ein Buch oder einen Film irgendwie als Vorlage für die Geschichte? Nicht direkt, nicht ein Buch. Wir haben viele Bücher und Filme, die inspiriert haben, genau. Aber es ist wirklich unsere Idee und wir nehmen Sachen, um ein besseres Game zu haben, aber es ist wirklich nicht nur ein Film oder ein Buch. Ja, es ist also, man lässt sich inspirieren von etwas und entwickelt aber trotzdem seine eigene Geschichte, sein eigenes Spiel. Ja,
Genau. Cool. So, was haben wir hier noch Schönes? Wird es das Spiel auch für die neuen Konsolen bzw. auch für die alten Konsolen geben? Ja, auf alle Konsolen und auch auf PC, sagt man PC auf Deutsch? Okay, gut. Und auch auf Wii U, also PlayStation 4, Xbox 1, ich weiß nicht, ob man, sagt man Xbox 1 auf Deutsch One, oder Xbox One? One. Ach, One. Ja. Ich weiß nie, ob man das übersetzt oder nicht. Und dann Xbox 360 und PlayStation 3 und dann auch Wii U, ich glaube, ich habe das schon gesagt. Ja. Wii U und PC, super. Können die Spieler sich online im Game treffen? Ja, es also gibt zwei Sachen, die wir schon that we already announced. Die wir schon bereits bekannt gegeben haben. Genau, ja. Wir haben die, was du schon, sage ich du oder sie? Du. Okay, gut, also du. Ja. Hallo, ich bin Falco. was du schon gesehen hast, wo ich spiele und dann kannst du in mein Spiel reinkommen und dann mit mir spielen, aber nicht Side by Side, aber mich zu angreifen, mit dem Hacken. Und dann haben wir auch, da kannst du mit deinem iPad oder dein Handy spielen und da spielst du ein anderes Spiel, aber da spielst du, da wirst du ein Freundspiel manipulieren. Also wenn die Polizei deinen Freund angreifen, da kannst du die Polizei kontrollieren oder die Helikopter kontrollieren oder sowas. Also das ist eine andere Eine andere Form. Eine andere Form. Vielen Dank, um online zu spielen. Ja, cool. Also gibt es nicht wirklich so einen Koop-Modus, sondern nur in, was heißt nur in Anführungsstrichen, weil das ist ja schon einiges, das gab es ja vorher so in den Spielen noch nicht, dass man Einfluss nehmen kann und das mit halt einem iPad oder was für Pads auch immer gibt. Ne? Der Steve Pitty würde jetzt sagen, es gibt ganz viele Wurstsorten. Kann man halt denn Einfluss darauf nehmen, wenn du siehst, dein Kumpel ist da irgendwie an Zocken, ist online, dann kannst du ja mit die Polizei auf den Hals schicken. Coole Sache. So, das Ganze ist ja ein Open-World-Game. Bedeutet, man kann sich frei bewegen, auch außerhalb von den Aufträgen, die man da hat? Ja, genau. Also wir haben, das muss ich auf Englisch sagen, so we have our missions. Es gibt bestimmte Missionen. Ja, but then outside of the missions, there's a huge amount of content. So other side missions and then just activities that you can do that can keep you busy for hours. Also ihr könnt tatsächlich auch außerhalb von den Aufträgen euch frei bewegen und irgendwelche Dinge erledigen oder mit den Autos rumfahren und so weiter. Also ihr müsst nicht unbedingt den genauen Weg der Aufträge gehen, sondern könnt tatsächlich auch die ganze Welt erkunden. Das ist also eine coole Geschichte. DLCs, kannst du da was zu sagen oder ist es noch unter Verschluss? Nee, noch nicht. Wir konzentrieren uns um das richtige Spiel to finish it, to ship it. Ja, weil ihr wollt bestimmt Watch Dogs spielen, nicht ein DLC. Das Watch Dogs ist viel wichtiger für uns im Moment. Ja, coole Sache. Es ist ja immer so, dann gibt es so einige Publisher, die bringen ein halbfertiges Spiel auf den Markt und sind aber schon an den DLCs am Arbeiten, damit sie die halt auch noch verkaufen können. Und deswegen ist es schon eine Frage, die halt unsere User interessiert. Mhm. Und deine Antwort ist natürlich umso positiver, weil ihr ein vernünftiges Spiel rausbringt und nicht irgendwie auf irgendwelche DLCs guckt, um da nochmal zusätzlich irgendwie Geld zu verdienen. Und das freut natürlich den User. Genau. Okay, wie lange ist denn die Spielzeit ungefähr, wenn man mit dem ersten Auftrag anfängt, bis zum letzten Auftrag? Also es ist sehr schwer zu sagen. So ganz grob. So ganz grob ungefähr 20 Stunden. Aber es kann viel mehr sein und es kann auch ein bisschen weniger sein, wenn man sehr gut ist mit dem Schießen und Hacken und Fahren. Man kann es ein bisschen schneller machen, aber so grob 20 Stunden. Es gibt mittlerweile schon Speed-Let's Player. Yeah. Die versuchen ja so ein Spiel auf die schnellste Art und Weise, wie es auch immer geht,
durchzuspielen. Und das weiß ich auch nicht. Oh, vielleicht hat das in 2 Stunden machen, ich weiß nicht. Ja. Weil sie sind sehr kreativ, diese Leute. Das stimmt. Also da habe ich mal so einen Weltrekord gesehen. Wow. Gibt es übrigens bei mir auch auf dem Kanal. So, und jetzt noch einen exklusiven Special-Tipp für meine Zuschauer für das Spiel. Gut, also ich mag viel die alten Spiele, die Wipeout. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein von meine Lieblingsspiele. Und wenn du im Motorrad gehst und dann im First Person View, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja, das First Person ist in Ordnung. First Person, da geht man so schnell und es ist fantastisch, es ist so wie Wipeout. Da geht man so schnell und so, ich weiß nicht, wie man. It's just so much fun, so fast, so cool. Das kann ich für Stunden nur so machen. Okay. Und jetzt, weil ich Level Design Director bin, da möchte ich ein Level spielen, gehe ich immer mit dem Motorrad dahin im First Person View, weil es so spannend, wirklich schön. Naja, könnt ihr ja mal ausprobieren und dann später mal hier unten in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür, wir freuen uns definitiv. Also ich freue mich auf das Spiel. Von daher, bis dahin. Tschüss. So, Rocksmith ist die Ansage und zwar Gitarre spielen konnte ich vorher absolut nicht. 2 Minuten geübt und jetzt guckt euch das an. Achtung! Okay. War ein Joke, natürlich spiele ich das nicht, so schnell geht das natürlich nicht, Gitarre zu lernen. Deswegen habe ich mal André dazu geholt. Moin. Und mit dem werde ich jetzt zusammen für euch mal ein richtig geiles Stück spielen. Du hast mir eben gerade so ein bisschen was beigebracht. Ja, ging eigentlich ganz schnell und jetzt gucken wir mal, wie es mit seinem Rhythmusgefühl auch ist, so als Bassist. Von daher, na gut. Und machen wir es mal fertig, ne? Ja. Überblende zu genau. Backstage. Nochmal. Man braucht auch Bühnenoutfits, ne? So, ich glaube, ich lege einen vor und dann kannst du dich nämlich, glaube ich, mit dem Bass ein bisschen besser am Rhythmus orientieren. Machen wir das so. So, dann sehen wir noch die. Nehme ich noch die Instrumente da raus? Wir haben jetzt mal ganz schnell eine Gruppe gegründet und zwar nennen wir uns die Blondies. Wie ihr sehen könnt. Jetzt stellen wir das Ganze ein bisschen ein. Genau. Das ist nämlich der ganz neue Session-Modus von Rocksmith 2014. Und das ist eine riesen Sache für. Freies Spiel, auch im Multiplayer, wie man hier sieht. Ja, es sitzt alles perfekt. Eine geile Unterstützung, wenn ihr Gitarre spielen lernen wollt, aber reicht nicht ganz aus mit ein paar YouTube-Videos oder vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen Gitarrenlehrer. Ja. Aber generell macht es einfach Spaß, wenn man dann nicht irgendwie so völlig vor sich hin übt, immer wieder das Gleiche ohne irgendwie Unterstützung. Da hat man dann zumindest noch eine kleine Band, die dahinter steckt und das Ganze. Man kann sich sämtliche Instrumente auswählen einfach, das ist großartig. Und selbst eine Mandoline oder wenn man halt gerne irgendwie clean auf Klavier oder sowas dann was machen will, gar kein Problem. Oder wenn man halt ein bisschen rocken will, geht das auch. Na dann, legen wir mal los. The Blondies on the stage.
Kowalski, euer Pink Panther. So, jetzt hauen wir doch das Hotelzimmer kaputt, ja? Ja, natürlich.